Ich habe das miterlebt. Ich bin auf die Post nach Ellwang geschickt worden mit einem Päckli. Da muss man das hinbringen. Und das Postamt war geschlossen. Also es war irgendwie wegen der Kriegsumstände. Dann bin ich die alte Steig rauf und da sind schon mehrere so Häftlinge und SS-Leute gewesen mit schlimmen Gestalten, gell, schlecht drauf, kaum noch gehen. Und dann kam ich hoch, da ist ja links das Haus Wolf, Ziegelhütte ist der Name. Und wenn man da auf die Straße reinkommt, geht links ein Weg in die Silberbrücke rein. Und da war ein Steinhaufen. Und da lag einer drauf und der hat immer geflüstert, ziemlich laut nur, Wasser, Wasser. Und da kam dann, ein Bewacher ist da hingelaufen und hat ihm mit den Schuhen, mit dem Querkolben bearbeitet. Und das war ja für mich auch furchtbar. Ich war da 16, in dem Jahr bin ich nur 17 oder so was, ja. Und solche Dinge habe ich da halt mitgekriegt und wie es immer wieder auf dem Weg da hoch, geht ja ein bisschen so der Berg rauf und Heck und so, wie es mit den Gewehrkolben geschubst und niedergeschlagen haben. Und da rechts drunter war ein Steinbruch, da sind auch irgendwelche rumgetorkelt. Dann war das Käppele, hat man es geheißen, die kleine Kapelle, die war ja weiter vorne, so 200 Meter. Und da sind auch eine gehängt, an dem Baum dran, so angelehnt. Und so habe ich das halt mitgekriegt. Und links von dem Käppele, das war wie ein bisschen so eine Anwand, sagen die Bauern, ist ein bisschen erhöhtes Gelände. Und da waren so Schützengräber, die waren so V-förmig angewinkelt. Und in diese Schützengräber, da haben sie auch so Häftlinge rein und bloß zudeckt. Dann bin ich halt heimgekommen, total fertig, wie es ist. Und dann kamen da irgendwelche Kinder, man soll Kartoffeln kochen und Erbsen. Damals hat man viel Futtererbsen für die Tiere angebaut. Die sind entweder gedämpft worden oder geschrotet für die Tiere. Zu der Zeit hat man einen Waschkessel gehabt. Und in diesem Waschkessel und den Kartoffeldämpfer nur weiße habe ich nur ausgeschrubbt. Und da hat man die Erbserei und in dem anderen die Kartoffeln. Und mit zwei Schubkarren, ich habe eine Schwester gehabt, die war 2 Jahre älter. Wir zwei Mädchen mussten den Bauernhof schaffen, weil die Brüder im Krieg waren. Wir mussten arbeiten wie die Männer. Und dann haben wir mit zwei Schubkarren haben wir das hochgeschoben zum Schwarzenbau in den Schafstall, der heute noch dort ist. Da stand das Tor offen und da hat man das abgenommen gekriegt. Als ich da reingekommen bin, ich nicht, aber ich habe halt gesehen, dass da irgendwelche liegen. Ja. Da ist man dann halt auch sehr traurig und ja, ist man heim. Und noch am gleichen Abend, da haben sie die Tote auf dem Leiterweg, hat man das geheißen. Das war ein Nachbild von einem großen Heuwagen. Da haben die Bauern früher ihr Grünfutter geholt für die Tiere. Und da haben sie die Tote drauf gehabt, gefüllt bis oben hin. Und da habe ich noch gesehen, wie zwei Hände. Das hat man da vom Hof aus, man wohnt ja da an der Straße, gell? Das hat man dann gesehen und die haben sie dann über in den Steinbruch und haben sie da verscharrt. Und dann später mussten die Parteimitglieder, in der Partei war, mussten die wieder ausgraben. Ja, man hat ja da einige Mitnahmen gekannt, aber das ist eine andere Sache. Und in diese Schützengräber, da haben sie auch so Häftlinge rein und bloß zudeckt. Und die mussten sie nachher alle wieder ausgraben. Ja, ja, so war das. Sicher hat man da Angst gehabt. Angst und Entsetzen halt mit 16 Jahren. Gell? Ja. Ich konnte es gar nicht einordnen, was da vor sich geht. Ich war halt frustriert und war da froh, wie ich dann daheim war. Meine Schwester und ich, mehr junge Leute, wir haben da nichts gewusst von der Sache.
ich habe nur hier und da mal gehört, dass die Älteren, wenn sie sich so unterhalten haben, schon was geflüstert haben. Und man darf nichts sagen, nur nichts sagen. Da kommt man auch hin oder was. So war das.